der FBM, wir sind schon eine Weile da. Ich habe leider nicht gefilmt. Ich habe wieder mein Snow White an. Kritik an der Messe, viel zu wenig Busse. Viel zu wenig Busse. Wir haben im Rippshop-Park ausgefahren. Und es gibt viel zu wenig Shuttlebusse und Cosplayer dürfen nur noch durch einen Eingang rein, was ich mega kacke finde. Und ich zeige euch heute wieder ein bisschen meinen Tag, meine Eindrücke und ein paar Cosplayer. Bis später. Es wird ein How to Kaluuya Cosplay kommen und da freue ich mich richtig drauf. Kontrolliert alles? Ja. Das war unser erster FBM-Tag. Wie ihr seht, ich bin auch schon umgezogen und ohne Perücke. Und wir versuchen mal, aus dem Parkhaus rauszukommen. Und heute war echt schönes Wetter. Es war eigentlich echt schöner Tag. Ich nehme euch auch morgen wieder mit und hoffe, dass ich ein bisschen mehr filmen kann. Bis morgen. Wenn ihr vergessen habt, euch einen Sonntags-Cosplay rauszusuchen und jetzt auf eurem dunklen Dachboden steht, der kein Licht hat, weil er in einem uralten Haus wohnt, und ihr euch jetzt im Dunkeln entscheiden müsst, was für ein Cosplay ihr morgen anziehen wollt. Daumen hoch für diese Vorbereitung. Guten Morgen. Und wie startet ihr so einen Kontakt? Der Adrian ist da. Ich starte mit Choppers von Fruit Loops und der Baumkörper. Yay! Ja, hallo Leute. Ich hoffe, der Ton ist nicht so schlecht. Wir stehen in einer riesen Menge bei den Taschenkontrollen. So anstrengend. Der Shuttle war heute viel, viel besser. Auch der Einlass ging flüssiger, aber jetzt bei den Taschenkontrollen. No. Tschüss. No. Aber ich bin froh, wenn wir dann drin sind. Heute ist es ein bisschen frischer als gestern. Es soll ja auch wieder relativ schön werden. Ja. Zu meinem Make-up. Ich weiß gar nicht. Ich kann mal sehen, dass nicht so gut ist. Das ist von Eulenspiegel. Der Lidschirm, in dem ich geschminkt bin, ist von BH Cosmetics und von Urban Decay. Die Wimpern habe ich geschenkt bekommen. Die sind verrückt, oder? Und von NYX nehme meine Liquid Liner. Ja. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch mal noch ein paar Impressionen von unserer Con. Bis später. Schon ohne Perücke, wie ihr seht. Ich war richtig erfolgreich. Nicht nur kostenloses Zeug, sondern ich habe auch super günstig Zeitschriften, Hörbücher von meinen Neffen und meine Nichte bekommen, was mich mega freut. Und ihr seht, heute ist es nicht annähernd so voll wie gestern. Und ich hoffe, ich kann noch ein paar Cosplay abfilmen, ansonsten ist das Video ziemlich kurz geworden und tut mir sehr leid. Ich denke, ich spreche nachher noch ein Schlusswort. Und ich will nur sagen, ich suche mal meinen Rest, esse was und ja.
Ihr habt hier noch ein paar Impressionen der Halle 3. Das ist die Kinderhalle. Die ist immer sehr... Hey, wie ihr seht, sitze ich ungeschminkt, nass im Chaos. Ich habe vergessen, die Endkarte, also die Verabschiedung aufzunehmen. Mein Fazit zu FBM, es war super schön, alle wieder zu sehen. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Hin und wieder finde ich die Organisation gegenüber Cosplay von der Messe aus nicht so gut. Aber abschließend war es echt schön. Jetzt ist für dieses Jahr erstmal keine Con mehr. Das heißt auch keine Follow Me Surrounds mehr fürs Erste. Aber ich denke, damit können wir leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin richtig fertig. Und ja, boah, Goldie. Also, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.